Okay, Judith, Bernie, ich habe euch schon mal was vorbereitet. Heute gehen wir ins Stadion. Drückt unseren Jungs die Daumen. Viel Erfolg, viel Spaß. Hallo Holger, hallo Bernie, hallo liebe Kinder. Ich bin die Judith und ich freue mich, dass ihr bei meinem Fitnessprogramm mit Bernie dabei seid. Heute machen wir zusammen einen kleinen Ausflug ins Stadion. Und zwar in die Allianz Arena. Vielen Dank, Holger, für das schöne Trikot. Wir gehen einmal los. Bernie, hast du dein Trikot auch schon an? Super! Ihr habt bestimmt auch ein Trikot zu Hause, oder Kinder? Wir sind ein kleines bisschen spät dran heute. Dass wir den Bus nicht verpassen, legen wir mal einen Zahn zu und joggen ein kleines bisschen. So kommen wir nämlich schneller vorwärts. Puh, da wird mir auch gleich ganz schön warm. Da vorne ist schon der Bus. Ein kleines Stückchen noch. Geschafft, Kinder! Alle einsteigen in den Bus und dann suchen wir uns einen Sitzplatz. Wir setzen uns hin, schauen wieder beim Runterschauen, dass wir unsere Fußspitzen sehen und der Po wird nach hinten gestreckt. Habt ihr schon einen Tipp, wer heute gewinnen wird? Also ich bin für den FC Bayern München. Bernie, du auch? Super! Ein kleines Stück müssen wir noch sitzen bleiben und fahren. So, da vorne hält der Bus schon an. Dann können wir aussteigen, Kinder. Kommt mit, da vorne ist der Eingang. Da müssen wir durch. So, Kinder. Die Spieler, die wärmen sich schon auf. Ich würde sagen, da machen wir doch einfach mit. Oder, Bernie? Wir starten mit dem Anfersen. Das heißt, wir ziehen unsere Ferse Richtung Gesäß. Super macht ihr das. Ihr seht ja aus wie Profis. Da werden unsere Beine richtig schön warm. Als nächstes, Kinder, machen die Spieler noch eine Übung, um die Beine aufzuwärmen. Sie gehen einen Schritt nach vorne, gehen tief nach unten und wechseln die Seite. Nach vorne gehen, tief nach unten und die Seite wechseln. Wenn euch das zu wackelig ist, dürft ihr gerne die Arme leicht zur Seite nehmen. Sieht gut aus. Wir machen jede Seite noch zweimal und jede Seite noch ein letztes Mal. Fantastisch, Kinder. Gut, so, die Beine sind aufgewärmt, aber jetzt müssen wir noch ein paar Sprünge üben. Denn manchmal muss ein Fußballspieler auch hochspringen, wenn er zum Beispiel ein Kopfballtor machen möchte. Wir gehen tief in die Hocke, Bernie. Und dann springen wir nach oben. Super! Macht gleich mit, Kinder! Wahnsinn, wie hoch ihr springen könnt! Bernie, bin ganz begeistert! Wir machen noch 5 Sprünge. Zählt wieder mit. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2, letzter Sprung. Puh, sehr gut gemacht, Kinder. Wir lockern einmal alles aus. Und dann möchte der Trainer noch die Bauchmuskulatur trainieren. Dazu legen wir uns einmal auf den Rücken. Wir lassen die Füße am Boden aufgestellt.
Die Hände legen wir auf unsere Oberschenkel und dann heben wir Kopf und Schultern nach oben und wieder nach unten. Beim Hochgehen schaut ihr, dass ihr ausatmet, beim Tiefgehen einatmet. Großartig macht ihr das. Das ist eine super Übung für unsere Bauchmuskulatur. So, noch zweimal, Kinder. Und die Bauchmuskulatur haben wir geschafft. Ihr dürft euch einmal ablegen. Wir machen mit den Spielern gleich noch die nächste Übung. Wir heben unser Gesäß nach oben an, halten kurz oben unseren Po, dann senken wir den Po leicht nach unten, aber kurz bevor der Po an der Matte ist, heben wir den Po wieder an. Wir lassen den Po nach unten senken und heben wieder an. Sehr gut, Kinder. Bernie, klappt's bei dir? Wir machen das Ganze noch dreimal, noch zweimal, ein letztes Mal und den Po ablegen. Prima, Kinder. Dann stehen wir einmal über die Seite auf. So, das Aufwärmen ist beendet. Ihr dürft jetzt gerne einen Schluck trinken und dann geht das Spiel gleich los. Prost, Bernie! So, Bernie, bist du bereit? Dann können wir jetzt hoch zur Tribüne und uns einen Sitzplatz suchen. Die Allianz Arena, die hat ganz viele Treppen. Da müssen wir jetzt erstmal die Treppen hochsteigen. Sehr gut macht ihr das. Da vorne ist schon unser Platz. Ein kleines Stückchen noch. Wir sitzen aber auch ganz oben, Bernie. Das ist ein ganz schön weiter Weg. So, endlich sind wir am Sitzplatz angekommen. Wir setzen uns auf unseren Platz. Ihr schaut wieder, dass ihr eure Fußspitzen seht. Und dann wird auch schon das Spiel angepfiffen. Oh, Bernie, schau, die Spieler, alle laufen gleich los. Das geht ja ganz schön schnell hier. Und es fällt auch schon das erste Tor. Juhu, super. 1-0 für den FC Bayern. Das war ein tolles Tor, Bernie. Hast du es gesehen? Super. So, Kinder, es geht schon wieder weiter. Wir müssen uns wieder hinsetzen. Ist das aufregend. Der Ball ist ganz schön schnell unterwegs. Siehst du, Bernie, den Ball von links nach rechts? Und Kinder, es fällt auch schon das zweite Tor. Super! Super, wir klatschen und stampfen. Prima! 2-0 für den FC Bayern. Puh, Bernie, das ist ein aufregendes Spiel, oder? Schau da vorne, da startet eine Laola-Welle. Da machen wir gleich mit. Kinder, nehmt die Arme nach vorne. Und gleich ist die Welle bei uns. Und wir gehen hoch, super. Und nochmal, hoch, streckt euch. Nach oben strecken. Super, Kinder, prima. Oh. Jetzt ist schon abgepfiffen. Das Spiel ist aus, Bernie. Wir haben gewonnen. Super. Sehr gut. Sieg für den FC Bayern, Kinder. Die Spieler, die dehnen sich jetzt noch mit ihrem Fitnesscoach Holger. Ich würde sagen, da machen wir gleich wieder mit. Wir beginnen mit der Oberschenkelvorderseite. Ihr nehmt ein Bein und zieht es nach hinten Richtung Gesäß.
Wenn euch das zu wackelig ist, dürft ihr euch gerne irgendwo festhalten oder ihr nehmt den Arm einfach leicht zur Seite. Beim Dehnen solltet ihr ein leichtes Ziehen spüren, aber keinen Schmerz. Immer eine vorsichtige Bewegung machen und keine ruckhaften Bewegungen. Wir wechseln einmal die Seite. Wir nehmen das andere Bein. Hier solltet ihr einen ganz leichten Zug in der Oberschenkelvorderseite spüren, aber bitte keinen Schmerz. Geht das bei dir, Bernie? Super. Gut, Kinder. Wir machen die Oberschenkelinnenseite. Ihr macht einen großen Schritt und verlagert euer Gewicht einmal nach rechts. Und jetzt merkt ihr einen leichten Zug hier in der Oberschenkelinnenseite. Das Ganze halten wir kurz. Und dann verlagern wir unser Gewicht auf die andere Seite. Jetzt ist der Zug hier im rechten Oberschenkel. Wieder kurz halten. Fantastisch. Wir gehen zur Mitte zurück, nehmen das rechte Bein nach vorne und ziehen unsere Fußspitze leicht nach oben. Ihr merkt jetzt einen ganz leichten Zug in der Wadenmuskulatur. Wieder kurz halten und die Seite wechseln. Wir nehmen das linke Bein nach vorne, ziehen die Fußspitze wieder zu uns ran und halten die Position ganz kurz. Perfekt, Kinder. Letzte Übung. Wir rollen uns nach unten ein und versuchen mit unseren Händen den Boden zu berühren. Wenn ihr nicht runterkommt, dann geht ihr einfach nur so weit, wie es für euch passt. Position wieder kurz halten. Und dann rollen wir uns langsam nach oben. War das ein toller Tag heute, Bernie, im Stadion. Ich hoffe, Kinder, ihr hattet genauso viel Spaß wie Bernie und ich. Und wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Bernie und eure Judith.